Mr. Paintbox im Tuning Talk. Du nimmst ein S2 Avant, du nimmst ein paar Billet-Teile, du nimmst einen riesigen Lader, du nimmst einen guten Abstimmer, du nimmst ein tolles Steuergerät, gibst da ordentlich Ladedruck drauf und schwuppsdiwupps hast du dieses Auto. Viel Spaß bei dem Tuning Talk, vergiss nicht, wir hören uns nochmal am Ende. Ich habe jetzt hier unseren Lackierer des Vertrauens, Mr. Paintbox Racing Team. Aber erstmal kurz zu dir, stell dich mal vor und vor allem, was für ein Auto steht hinter uns? Ja, ich bin Markus, fahre diesen wunderschönen Audi S2 Avant. Aktuell 950 PS, 977 Newton und Abstimmer, Quadrolf, den alle kennen. Ja, bisschen schick gemacht, seit 12 Jahren im Besitz. Warum jetzt nicht zusammenhängen zu dem Auto, wa? Wir haben dich ja schon mal gezeigt gehabt mit dem Auto in einem Dino-Video. Das war ein wirklich toller Tag, auch sehr erfolgreich. Sag mir mal kurz ein paar Facts. Was haben wir verbaut? Was für ein Lader? Ich sehe schon ein bisschen Billet-Zeugs. Ja. Ist doch von, wegen Nils, oder? Billet? Ja, wegen Nils, ja. Der mag das immer so. Nee, aktuell noch 2,2 Liter. JE-Kolben, Scud-Pleuel, bisschen Hubraumerweiterung. Selbstgebaute Ansaugbrücke, also die original TTS, angepasst. Hat damals ein Kumpel gemacht. Noch einen Oldschool-Wagner-Krümmer, Bock-Wagner-Turbolader, S372. Was immer viele nicht glauben, mit nur zwei E3L-Pumpen. Spitze sind wir jetzt bei 3,5 Bar, Overboost. Spezial-Nockenwell noch, Quadrolf und EMU-Steuerung, ja. Was für ein Getriebe fährst du? Noch original, 01E. Schalter, 6-Gang. Innenraum sehr schön gemacht, da bist du richtig ausgerastet mit Alcantara. Ja, also einmal komplett satteln lassen, war halt alles runtergerockt. Auto hatte keinen guten Zustand, wo ich es gekauft habe, aber dafür war es dann halt billig damals. Ja. Ergebnis super. Hast du damals vor 12 Jahren gedacht, dass 5-Zylinder so selten und auch so teuer werden? Nicht wirklich. Also ja, die haben ja immer schon immer den Hype so herum, aber es ist langsam... Das ist mal so weit, hätte ich nicht gedacht jetzt. Das Auto ist ja nicht nur gebaut, um schnell zu sein. Das Auto ist ja auch wirklich gebaut, um schön auszusehen. Natürlich als Lackierer muss ja auch der Lack stimmen, oder? Wie wichtig ist es für dich auch so dieses Äußere vom Auto? Ja, ist schon wichtig halt. Ist ja auch ein Aushängeschild mit, ja. Da muss das schon gut aussehen. Ist natürlich ein bisschen ausgeartet, sollte nie so werden. Weil eigentlich wollte ich immer im Alltag fahren oder einfach niesen, aber das macht man nun mit der Leistung halt nicht mehr. Schön Wetterfahrzeug und das war's. Was ist so für dich interessant als Disziplin? Viertelmeile bist du gefahren, du bist heute Rollrace gefahren, halbe Meile auch etwas für dich? Also halbe Meile bin ich auch schon gefahren, aber nur für mich selber mal, um zu gucken, was man halt schafft, was das Auto abliefert. Aber ansonsten mehr ist für mich so Viertelmeile, die Emotion dabei oder Achtel und macht schon mehr. Was für Zeiten gibst du schon zu hören? Mit dem war jetzt letztes Jahr das schnellste 2,73 oder 74. Ja, ich glaube. Den Dreh wartete. Aber da war noch aktuell um die 800 PS. Also hier sollte jetzt ein bisschen mehr, aber durch kleines Defekt ist jetzt halt heute nicht mehr testen drin. Scheiße. Passiert, gehört dazu. Viertelmeile PB? Na, noch nicht gefahren. Also für den 12 noch was, aber immer mit Probleme, ja. Weil ich habe immer das Problem gehabt, halt aus dem Stand raus mit den ganzen Newton drauf. Denke mal, der Motor kippt so dolle, dass ich dann immer nicht im zweiten gekommen bin. Deswegen halt da nicht so eine Topzeit. Ja, und demnächst das andere Auto werden wir sehen, wa?
legendärer Start auf der Late Night war das, glaube ich, ne? Das war schon richtig dolle. Der war, na, innen drin bekommst du es ja nie so mit, ja. Auch wieder nur sagen bekommen, dass das wohl sehr gut losging und so, aber innen drin ist ja immer so, ja, geht los, aber wie es jetzt aussieht und, ja. So, jetzt schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Nicht nur, dass du in einem der nächsten Ray City Videos oder was, vielleicht ist es sogar schon online auftauchst, wo du natürlich mir hilfst beim GTR. Ja, da hast du nämlich gesehen in der Insta-Story, dass ich was mit der Dose lackiert. Dann kam die Nachricht, er will zu mich verarschen, komm sofort hierher. Gibt es ja natürlich noch ein Auto im Hause Paintpoint Racing Team, wo wir natürlich auch ein ordentliches Video machen. Ganz kurzer Teaser, was ist es? Ja, Audi S3 Coupé. Sechszylinder? Nein. Fünfzylinder. Ja. Mal ein bisschen mal mit Trockensumpf spielen und etwas größeren Lader. Mit Nils an der Seite hoffen wir da, dass schöne Zeiten zusammenkommen. Das wird dann noch so ein richtiges Rennauto, ne? Das ist reines Rennauto, nix Straße, Leichtbau. Jetzt im Winter wird noch ein bisschen sehr viel passieren. Ja. Also das Auto ist eigentlich komplett fertig lackiert und alles. Aber man hat ja mal so eine kleine Macke und im Endeffekt kommt die ganze Außenhülle nochmal runter und Leichtbau. Kleine Macke bedeutet nochmal für euch erklärt, der Typ hat das Auto eigentlich schon von außen perfekt fertig gehabt. Ich habe noch nie so ein Auto besessen, was so gut lackiert war, ja? Und was hat er gemacht? Er reißt alles runter. Wenn ihr wollt, schreibt es in die Kommentare, dann komme ich ihn besuchen, während er das macht. Ich lade mich hier einfach ein. Ja, gerne. Sag dir Bescheid, kommst du rum. Also Leute, unten in der Beschreibung Link zu seinem Instagram-Account und sowas alles supportet ist. Da seht ihr immer wirklich sehr, sehr gute Lackierarbeit und auf Treffen geht mal ruhig hin. Der mag das richtig toll. Vielen Dank. Was ist eigentlich mit deiner Hand passiert, die du so versteckst? Ja, so. Waltet. Rampen sind gefährlich. Ja. Und was habe ich euch gesagt? Hat euch dieses Tuning Talk gefallen? Wir sind schon dabei dran, dass wir auch das Coupé von Markus filmen. Das wird euch auch auf jeden Fall sehr gefallen, denn da rasten die Jungs komplett aus. Das wird die absolute Endstufe. Folg uns auf jeden Fall auf diesem Kanal, aktiviere auch die Glocke, dann kriegst du sofort eine Nachricht, wenn ein neues Tuning Talk hochgeladen wird. Wenn du uns natürlich bei Instagram folgst, kannst du mitentscheiden, welches Tuning Talk als nächstes online gehen soll oder auch zu wem wir mal fahren sollen. Viel Spaß, wir sehen uns schon bald, wenn es heißt, ein neues Video von Race City.